Herzlich willkommen zu unserem Online-Campus Krebs und Co. Krebs verstehen, vorbeugen, verwandeln. Wir haben in den letzten Monaten über 50 Interviews gemacht mit Menschen aus Forschung und Praxis, mit Betroffenen und Angehörigen über Heilungswege bei Krebs, um Licht auf dieses Schattenthema zu werfen. Uns interessierte dabei im Wesentlichen die Frage, welche Lebenseinstellung, welches verkörperte, gelebte Bewusstsein es braucht, damit Heilungswege aus Krebs möglich sind. Und wir sind total inspiriert und begeistert über die vielen Erfahrungen, die Einsichten und die tiefen Weisheiten, die wirklich jedes dieser Interviews durchscheinen. Und so laden wir dich ein zu einem Schnuppervideo, damit auch du begeistert bist und erkennst, erfährst, erspürst, Krebs kann ein Weckruf des Lebens sein. Es ist ganz offensichtlich eine Wachstumskrankheit. Mhm. Es ist Wachstum auf einer Ebene, wo es nicht hingehört. Mhm. Es muss diese Entscheidung zur Eigenverantwortung und ich lebe jetzt mein Leben. Mhm. Und auch wenn es nicht allen passt, ich lebe jetzt mein Leben. Mhm. Und es wird vielen nicht passen. Wäre es bei der Diagnose geblieben, heilbar, hätte wahrscheinlich die Schulmedizin gemacht. Aber dieses unheilbar, ja, also dass mir mein Weg nur der sein wird, dass ich an meiner Krankheit sterbe, ja, das hat in mir einen Kampfgeist geweckt. Und ich glaube, für mich hat sich irgendwann einfach dieser Zustand ergeben, wo ich gesagt habe, es ist ihre Reise, es ist ihre Entscheidung, wenn das, was sie tut, für sie der richtige Weg ist und sie dadurch das Gefühl hat, dass sie gesund ist und dass das Beste ist, was sie für sich tun kann, dann muss ich ihr vertrauen. Ich habe eine Methode entwickelt, die kommt einem ein bisschen esoterisch vor, aber es gibt auch schon Bücher darüber, dein Körper weiß die Antwort. Wir wollen immer, das ist das alte Denken, wenn wir wissen, dass es hilft, kann ich es glauben. Und die Quantenphysik fordert von einem, ich muss es glauben, also im Herzen, bevor es heil ist. Ja, ich war kurz vorm Aufgeben. Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich überlegt habe, ist es jetzt besser zu sterben? Ob es vielleicht einfacher sogar ist, als so weiterzumachen? Weil mir ging es wirklich sehr schlecht. Also ich konnte mich selber gar nicht mehr riechen. Ich bin mit mir selber gar nicht mehr klargekommen. Und, dann bin ich aus Zufall auf Naturheilung gestoßen. Weil das Einzigste, was man prophylaktisch machen kann, wenn zum Beispiel ein Tumor zerstört oder rausoperiert wurde, um nicht wieder da reinzukommen, ist einfach, ein glückliches Leben zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir lernen dich kennen vom 25. März bis zum 5. April im Online-Campus Krebs und Co. Auf geht's!